Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Wer mir auf Twitter folgt, weiß, dass ich eine Woche lang auf Reisen war und schlauerweise meine Kamera zu Hause vergessen hatte. Also heißt es jetzt erstmal einiges nachholen hier für euch. Heute geht es um Der Plan, in dem Matt Damon und Emily Blunt von merkwürdigen Männern mit Hüten gejagt werden, die weder Aliens noch Roboter sind, aber anscheinend ganz genau wissen, was der Plan für die beiden ist. Sie können Ihrem Schicksal nicht entkommen, David. Sie haben gerade hinter einen Vorhang geblickt, von dessen Existenz Sie gar nicht wissen dürften. Das ist Ihre Bestimmung und wir sorgen dafür, dass Sie ihr folgen. Sie haben heute Morgen im Bus eine Frau getroffen. Hast du gerade auf meine Beine gestarrt? Ich bin dem Rock schutzlos ausgeliefert. Was spielt denn das für eine Rolle? Ihr Weg durch die Welt stand bereits fest. Sie hätten sie niemals wiedersehen sollen. Matt Damon, der sympathischste Mann in Hollywood, und Emily Blunt, eine der heißesten jungen Schauspielerinnen, siehe Der Teufel trägt Prada und Young Victoria, haben hier eine Wahnsinnschemie, wie ich das in der Form zuletzt zwischen George Clooney und Vera Farmiga in Up in the Air gesehen habe. Halb Thriller und halb Love Story ist dies eher etwas für emotionale Filmgucker, die nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit Herz und Bauch ins Kino gehen. Ich gehöre übrigens selbst in die Gruppe. Der Film ist originell und spirituell und wenn du entweder an Liebe auf den ersten Blick glaubst, die sich fast wie Bestimmung anfühlt, oder daran, dass unser Lebensweg in irgendeiner Weise vorgezeichnet ist, könnte dies dich sicher faszinieren. Reine Kopfkinogucker könnten argumentieren, dass dies kein Inception ist und einiges an der allgemeinen Unausgegorenheit des Streifens zu bemängeln finden. Ich will dir was sagen. Die Stärke der beiden Hauptdarsteller oder ihr Magnetismus gleicht eine ganze Menge aus, was hier in der Story fehlt. Außerdem gibt es einige andere tolle Schauspieler, die mit dabei sind, unter anderem Anthony Mackie als der Mann mit Hut, der auf Matt Damon angesetzt ist, und der große Terence Stamp als der Spezialist mit Hut. Wenn du den nie als Transsexuelle in Priscilla, Königin der Wüste gesehen hast, solltest du das unbedingt auf DVD nachholen. Weiß Gott, nichts für jeden Geschmack, aber wenn du sowas magst, absolut klasse. Und ein kleines PS, wenn du Filme gerne in Originalversionen siehst, kannst du dich hier mit Matt Damon und Emily Blunt auf zwei fantastische Stimmen freuen. Wenn sie sie wirklich lieben, gehen sie einfach. Wenn sie bei ihr bleiben, sterben nicht nur ihre eigenen Träume, sondern auch ihre. Ist mir egal, was sie mir in den Weg stellen, ich gebe nicht auf. Sie wollen fliehen. Der Streifen ist ab 12 Jahren freigegeben und startet in Deutschland und der Schweiz am 10. März, in Österreich am 11. März. Ich gebe Der Plan ein B, lass mich deine Gedanken über den Film wissen. Außerdem hatte ich euch in meiner Sendung zu Rango gefragt, welcher Film euch bisher am meisten damit beeindruckt hat, etwas völlig Neues oder bis dahin völlig Ungewöhnliches zu zeigen. Da gab es wieder jede Menge klasse Kommentare. Viele von euch fragen mich immer wieder nach DVD-Tipps oder nach Filmtipps allgemein. Ich würde sagen, guckt euch mal die Kommentare unter meiner Sendung zu Rango an. Da sind wirklich jede Menge klasse Filmtipps dabei. Unter anderem meinte Zwergpiraten: Was mich zum letzten Mal richtig umgehauen hat, waren die Effekte in Inception, sich auftürmende Straßenviertel, ein schwereloser Kampf in einem Hotel. Solche Special Effects habe ich noch nie so extrem gut umgesetzt gesehen. Die Porky oder Die Porky meinte, Drachenzähnen leicht gemacht mit seinen genialen Flugszenen. Socks in Panic sagte, etwas völlig Neues war die Umsetzung und das Charakterdesign von Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt und ganz klar Kick-Ass, zwei Filme, die mich sehr überrascht haben. Und Ruplius oder Rapplies, keine Ahnung, sagt, Avatar war für mich was ganz Neues. Nicht nur wegen des 3D, auch wegen der bunten Welt, der Gestalten, der Geschichte und den Effekten. Und natürlich auch die Landschaft, die Cameron so fantastisch mit Kamerafahrten darstellt. Ich hatte kürzlich einen sehr persönlichen und einen sehr intimen und sehr intensiven Traum mit Emily Blunt. Da wir ja gerade von der sprechen, dachte ich mir, erzähle ich euch das mal. Einer dieser Träume, wo du aufwachst und noch schmeckst, was du gerade eben geträumt hast. Dazu musst du wissen, ich habe ein riesiges Bett, wahrscheinlich das größte Bett, das du je in deinem Leben gesehen hast. Ich muss also sehr lange, wenn ich aufwache, links und rechts gucken, ob da irgendwelche anderen Leute mit mir liegen. Das war an dem Morgen nicht der Fall. Emily Blunt war natürlich auch nicht da, weil die logischerweise in den Armen von John Krasinski schläft. Meine Frage ist, bin ich hier der einzige Freak, der solche Träume hat, oder hast du je von einer sehr bekannten Persönlichkeit oder irgendeinem Star, Schauspieler, Schauspielerin, was auch immer, einen sehr persönlichen oder sagen wir mal sehr intensiven und intimen Traum wie ich gehabt? Lass mich das doch bitte mal wissen, dass ich hier nicht als der einzige Freak dastehe, wenn du Mut hast, dich da zu outen. Wie immer, viel Spaß im Kino, für heute tschüss aus Hollywood.